Liebe Genossinnen und Genossen, das ist natürlich mit der Strukturierung ein bisschen schwierig, weil man natürlich zu vielen Themen, die hier auch in der Diskussion angesprochen worden sind, gern was sagen möchte. Ich möchte auf jeden Fall es nicht versäumen. Ich gehöre ja zu diesen 5 Neugewählten in den Bundestag, auch mich ganz herzlich zu bedanken für die viele Unterstützung, die ich seit vielen, vielen, vielen Jahren in dieser Partei für auch die politische Arbeit erfahren habe, sei es hier auf Parteitagen, sei es durch den Landesvorstand, sei es durch meine Landesarbeitsgemeinschaften, in denen ich mitarbeite, oder durch die beiden Kreisverbände, die ganz intensiv Havelland und Oberhavel den Wahlkampf hier mit mir zusammengeführt haben und bei denen ich mich wirklich bei euch allen ganz herzlich bedanken möchte, wie gesagt, für diese Unterstützung und auch zusagen möchte, dass ich das auch wieder gerne zurückgeben möchte in die Zusammenarbeit mit der Partei, was ich hier an Unterstützung bekommen habe. Das will ich zu Beginn meiner Rede sagen, auch wenn das möglicherweise unter die Rubrik Wahlauswertung fallen könnte und nicht zum Leitbild gehört. Aber das will ich zu Anfang auf jeden Fall sagen. Ich will in dem Zusammenhang auch sagen, dass mit mir sehr solidarisch umgegangen worden ist und dass aber auf der anderen Seite auch Gespräche geführt worden sind und eine Vereinbarung abgeschlossen worden ist, weil das ja heute auch zur Abstimmung hier steht und weil es auch Rednerinnen und Redner gegeben hat, die so getan haben, als ob das was Schädliches wäre. Also mir hat das nicht geschadet. Ich kann nur sagen, mit uns allen ist eine solche Vereinbarung abgeschlossen worden. Das ist gar nichts Schlimmes und ich finde es eigentlich auch selbstverständlich, dass man das nicht als eine Bedrohung empfindet und insofern kann ich auch nur dafür werben, dem zuzustimmen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich sage, mit uns 10 Bundestagskandidaten ist so verfahren worden und die Gleichbehandlung gebietet es schon, dass man also auch mit den künftigen Kandidatinnen und Kandidaten solche Gespräche führt und so solidarisch umgeht und dass wir alle sozusagen dieses Verhältnis miteinander pflegen und insofern also möchte ich dafür werben, dass dann für den Antrag des Landesvorstandes auch abgestimmt wird. Zu meinem eigentlichen Anliegen, wozu ich sprechen wollte im Zusammenhang mit dem Leitbild. Der Landesvorstand hat aus meiner Sicht ein sehr gutes Leitbild, einen sehr guten Entwurf vorgelegt und trotzdem sind einige Punkte, in denen wir uns dadurch, dass wir nicht zuletzt dadurch, dass wir jetzt ja Regierungspartei sind, auch in einer völlig anderen öffentlichen Wahrnehmung, in einer völlig anderen noch öffentlichen Beobachtung uns befinden, aber auch in einem völlig neuen gesellschaftlichen Diskurs uns befinden, natürlich auch in der Verantwortung, Themen auf jeden Fall mit zu benennen in dem Leitbild, die sich möglicherweise für uns als selbstverständlich darstellen, die aber von anderen ausdrücklich in so einem Papier gesucht werden. Und da möchte ich zum einen auf das Thema, das ist inzwischen in mehreren Reden auch angesprochen worden, sodass ich es nicht weiter ausargumentieren muss, auf das Thema Asylsuchende und Flüchtlinge verweisen, mit dem wir bislang sozusagen im Entwurf noch nicht so ganz glücklich waren oder mit dem vor allen Dingen die außerparlamentarischen Initiativen, die mit uns zusammenarbeiten, noch nicht so glücklich gewesen sind. Und insofern mein Werben dafür, dass wir auf jeden Fall, das muss gar nicht das sein, was wir beantragt haben, die Viola, die Katrin und ich, dass wir dazu aber noch was sagen in dem Leitbildentwurf und dass wir diesen Punkt auf jeden Fall noch mit integrieren. Und ich will zu einem zweiten Punkt was sagen, der euch in Form meines Änderungsantrages 1.9 vorliegt und wo ich sage, dass wir seit vielen, vielen, vielen Jahren in einer sehr intensiven Debatte mit außerparlamentarischen Initiativen und Einzelpersonen uns befinden, in einer intensiven Zusammenarbeit. Wir haben Spenden beigetragen, wir haben immer dafür gestritten, dass beispielsweise die Regenbogenfahne vor Rathäusern aufgezogen worden ist. Und das ist die Frage Diskriminierung oder Antidiskriminierung, besser gesagt, und Verhinderung von Benachteiligung und Ausgrenzung. Und ich will dafür werben, dass wir auch zu diesem Punkt, weil wir doch dazu auch Ergebnisse vorweisen können, ganz selbstbewusst sozusagen in unserem Leitbildentwurf Stellung nehmen und hier ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir uns dafür einsetzen, dass Brandenburg ein Land ohne Diskriminierung, ohne Benachteiligung und ohne Ausgrenzung ist und dass wir auch das sozusagen mit in unsere künftige Politik ganz selbstverständlich weiter mit integrieren. Wie gesagt, dazu gehört für mich natürlich auch darüber hinaus, dass wir uns nicht nur für Minderheitengruppen nach dem klassischen Verständnis einsetzen, sondern weiter auch am Ball bleiben, um beispielsweise Menschen mit ostdeutscher Biografie
und ostdeutschem Hintergrund, die nach wie vor zumindest in den öffentlichen Verwaltungen, was die höheren Positionen anbelangt, eindeutig benachteiligt werden. Und diese Benachteiligung setzt sich fort. Sie setzt sich fort für Brandenburger Landeskinder. Das merken wir möglicherweise gar nicht, weil dann Regelungen getroffen werden, die so ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass man beispielsweise nur als Volljurist im höheren Dienst einen Einsatz finden kann und dann darauf abgestellt wird, naja, nach den neuen Ausbildungsbedingungen könnten doch auch Seiteneinsteiger da. Das ist eben leider nicht automatisch der Fall. Man muss sich immer wieder dafür einsetzen. Und in dem Zusammenhang bitte ich also darum, dass wir diesen Punkt mit aufnehmen in unser Leitbild und auch mit der Formulierung, die ich da vorgeschlagen habe. Wie gesagt, ich hänge da nicht an den einzelnen Worten. Wir können da gerne auch alternative Formulierungen finden, aber der Gedanke sollte auf jeden Fall rein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die weitere Unterstützung auch in dieser Sache. Vielen Dank. Herzlichen Dank.